Das ist schon etwas länger her, aber ich bin tatsächlich, weil ich Glitzer auf dem Gesicht hatte, ins Berghain nicht reingekommen. Weil Wohnen keine Ware sein soll und dass Wohnungen in den Händen von großen Finanzgiganten, von Finanzmarktakteuren sind, die wirklich nur Rendite mit der Miete machen wollen, macht einfach keinen Sinn. Es muss das Wohnen wieder zum Wohnen da sein und nicht für die Profite von Aktionären, ist doch klar. Bestimmt irgendein Ohrring. Ja, schon. Also ich bin vor allem auch ein bisschen grün versifft. Das hat was damit zu tun, dass ich tatsächlich glaube, dass wir als Linke nur eine Perspektive haben, dass wir eine sozial-ökologische Transformation hinbekommen. In Zeiten von Klimakrise müssen wir tatsächlich den Kapitalismus abschaffen. Jetzt erst recht. Auf jeden Fall. Pinkeln ist sehr politisch. Es kann nämlich überhaupt nicht wahr sein, dass eine private Firma, nämlich Wall, die auch noch zu einem großen europäischen Konzern gehört, GCDCO, dass die mit Pinkeln so viel Geld machen und dass die Berliner Toiletteninfrastruktur so schlecht ausgebaut ist und nur an touristischen Hotspots und dass Frauen für Pinkeln zahlen müssen und die grüne Umweltverwaltung dann sagt, ja, aber Wildpinkeln machen ja nur Männer, deswegen gibt es nur Pissoirs für Männer. Ich habe den Sieg ja jetzt errungen und habe durchgesetzt, dass es jetzt auch Frauenpissoirs geben wird. Gar nicht schlecht, wir machen weiter, weil es braucht kostenlose öffentliche Toiletten für alle, stadtweit, flächendeckend. Weil der Raum, der Stadtraum muss ein demokratischer Raum sein. Das ist die Grundvoraussetzung, dass ihn alle nutzen können. Und es geht um Teilhabe und dafür kämpfe ich.